Ich weiß es noch, als wenn es erst gestern gewesen wäre. Wann war es denn genau? Vorgestern. Wow. Oh ja. Ich war ziemlich überrascht, als ich einen mysteriösen Umschlag erhielt, in dem sich ein mysteriöser Schlüssel befand und ein mysteriöser Brief, der mir mysteriöse Instruktionen gab, die mir auftrugen, zu einem mysteriösen Hotel aufzubrechen. Da meine Grundprinzipien bekanntlicherweise darauf beruhen, immer genau das zu tun, was mir mysteriöse Briefe aus mysteriösen Umschlägen auftragen, machte ich mich sogleich auf den Weg. Wow, mysteriös. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Wie kommst du darauf? Sie müssen wissen, obwohl Windows Phone uns eingeladen hatte, war dies vermutlich eine Falle, denn wir mussten uns durch die tödlichen Prüfungen des erbarmungslosen Torwächters mogeln. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen, viel Spaß heute Abend. Nur einige Schritte weiter gelangte ich in einen schäbigen Hinterhof und fragte mich: Was zur Hölle sollen wir in diesem schäbigen Hinterhof? Genau. Ich hatte den Angstschweiß schon auf der Stirn. Panik stieg in mir auf. Und in diesem Moment musste ich auf jeden Fall erstmal aufs Klo. What the fuck? Don't be alarmed, fellas. Are you all right, sir? Are you all right? Did anything happen to you while you're inside? Okay, everything's fine. You're okay. Yeah. No, proceed quickly and cautiously out to the main entrance. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie verzweifelt ich war. Ich hatte keine Ahnung, wo ich hineingeraten war. Überall Geisterjäger und kurz darauf stieß ich auf schrecklich entstellte Gestalten. Oh mein Gott, tu's weg! Es ist so hässlich! Kurz darauf bestätigte sich mein Verdacht auf grausamste Art und Weise. Es geht um Geister. Vielleicht bist du ein Geist. Und ich weiß es jetzt noch gar nicht. Verdammte Axt, würdest du es mir sagen, wenn es so wäre? Nein. Ich hatte keine andere Wahl, verstehen Sie? Zusammen mit den anderen Geisterjägern musste ich ins Haus und mit Hilfe eines Spezialgerätes die dort überall versteckt lagernden Protonenpacks einsammeln. Auf meiner Suche fand ich viele verstörende Subjekte, männliche, eindeutig irre Gestalten und weibliche, ebenfalls eindeutig irre Gestalten, die aber total auf mich abgefahren sind und ihre Finger nicht von mir lassen können. Oh mein Gott, das passiert mir immer wieder. Hey, was soll das? Sie haben mir versprochen, das aus der Doku rauszuschneiden und... ja, genau so ergab meine Recherche. Drücken irre geisteskranke Frauen ihre unbarmherzige Zuneigung zu einem Mann aus. Nach kurzer Zeit hatte ich bereits alle Protonenpacks zusammen und obwohl mir klar war, dass ich und meine Mitstreiter alle im selben Boot saßen, wollte ich als fairer Sportsmann ihnen ruhig und auf eine hochachtende Art und Weise mitteilen, dass ich ein wenig schneller war als Sie. Darf ich euch kurz fragen, wie viele Protonenpacks ihr habt? Uns fehlen noch drei. Sagen wir es mal so. Nein! Du fängst jetzt gerade von vorne an? You lost! Wir haben echt verloren. Wie hast du das geschafft? Ihr wart zu langsam, ihr Lutscher. So Leute, wenn euch diese Doku gefallen hat, dann lasst einfach einen Kommentar da. Wenn ihr Interesse an solchen Videos habt, dann Daumen hoch. Wenn euch solche Unterwegs- oder Event-Vlogs nicht besonders gefallen, dann Daumen runter. Wenn ihr selber mal Bock habt, dann auf den Facebook-Link in der Beschreibung. Der bringt euch zu allen Informationen der Events, gesponsert von Windows Phone. Außerdem könnt ihr hier in den Kommentaren mal diskutieren, welchen Film ihr bei so einer Umsetzung gerne sehen würdet. Ich für meinen Teil warte natürlich auf Star Wars. Wie sieht's mit euch aus? Ich persönlich fände es total cool, wenn man sich dort vielleicht sogar mal sieht. Bis dahin wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag, viel Spaß und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, haut rein. Wo gehst du hier nochmal raus? Hallo?